Okay, dann wollen wir mal. Wenn man schon einen Steuereintreiber hat, so sollte man ihn dort unterbringen, wo man ihn jederzeit wiederfinden kann. Der sitzt da so verdächtig, da kommt mir schon eine Idee, was wir da gerade... Also wir haben im Inventar da so etwas, aber wir reden mal erstmal mit ihm. Das ist ein Komplott. Komplott? Wie bitte? Sowas kann man nicht mit mir machen. Ich bin der Steuereintreiber. Ach was. Das dürfte die Erklärung sein. Ich finde das nicht etwa komisch, sondern unerhört. Vielleicht brauchst du Gelegenheit, um in aller Ruhe über deine Situation nachzudenken. Jetzt hör mal. Schade, jetzt ist dein Ruf hin. Nun, ich glaube, es ist eine schmerzliche Lektion. Schmerzlich. Ich glaube, er hatte nie einen Ruf. Kein besonders gutes Wortspiel, aber immerhin. Alle Leute sind komisch. Du bist die einzige Ausnahme. Hilfe! Was? Du bist der Steuereintreiber, nicht wahr? Was machst du da drin? Betteln ohne Erlaubnis, deshalb bin ich hier. Aha. Ich habe irgendeinen alten Kauz nach Geld gefragt und daraufhin zeigte mich der Kerl an. Man brachte mich sofort hierher. Das macht man auch nicht. Sowas nenne ich Belästigung bei der Pflichtausübung. Jawohl. Oh Mann. Lass mich hier raus. Nö. Sowas kann man nicht mit mir machen. Ich bin der Steuereintreiber. Ja, siehst du doch. Ha, jemand scheint den Steuermarkt erheblich eingeengt zu haben, wie? Pass bloß auf. Wie ich sehe, steckst du in der Klemme. Ach, mir fallen immer bessere Wortspiele ein. Mir auch, aber ich bin mal sehr kurz still. Sehr komisch. Ich erinnere mich an dich, Bleistiftkopf. Ja, ich mich auch. Ich habe ein perfektes Dingsbums. Beginnt mit einem G. Gedächtnis? Ich vergesse nie was. Was vergisst du nie? Gesichter. Gesichter, achso. Ist sehr wichtig in meinem Job. Man muss sich an Gesichter erinnern. Dein Handwerkszeug, wie? Dein Gesicht könnte ein bisschen verziert werden. Zum Beispiel mit einer schönen roten Farbe. Rote Nase. Würde es eher treffen. Was sagt er jetzt? Das ist ein Komplott. Ach, wie okay. Bitte? So, dass ich vielleicht... Ja, schade. Nun, alle... Hilfe, was? Du bist... Abbrechen? Was machst? Betteln. Man braucht sowas, nenne ich belästigt. Lass sowas... Ha, wie ich seh's. Ich habe... Gedein. Okay, man kann es nicht abbrechen. Okay, kann ich noch eine Tomate nehmen? Huch! Oh! Da wohnt schon einer. Hä? Was jetzt? Wie geil ist das denn? Wie cool. Aber animiert. 1995, sage ich nur. Schön. Aber Tomate. Okay, die nehme ich mir trotzdem mit. So, dann haben wir da unten noch... Was haben wir da? Ein Wurm. Oh, wir nehmen Wurm auch noch mit. Okay. Gehen wir hier irgendwie runter. Geht das? Ich bin voll. Kann das sein? Nee. Hey. Ich würde gerne hoch und runter scrollen, wenn es irgendwie geht. Ach, kann ich das auch ein bisschen vergrößern? Oh, das geht. Wunderbar. Man kann das sogar vergrößern. Haben wir einen Wurm. Eigentlich ist es eher eine Larve. Okay, na gut. Larve oder Wurm, mein Gott. Na gut, okay. Ja, eine Gasse haben wir noch. Hä? Was ist das denn? Ein Schild? Der flotte Florian, ausflussreicher König. Ich dachte immer, was? Könige sind einflussreich. Der flotte Florian, was bitte? Himmel, das ist... Was ist das? Was ist das denn? Das ist ja mal ein besonderer Antrieb. Wie geil ist das denn gemacht? Hühnermotor? Ja. Das ist ja mal cool. Das funktioniert nicht. Das ist ja mal cool. Wer bist du? Das funktioniert nicht. Hab ich was zum Mitnehmen? Ich brauche irgendwie einen Eimer oder so. Aber erstmal reden wir mal mit dem hier. Was ist das denn überhaupt? Ich bin kein Cartoon. Ich bin nur dimensional benachteiligt. Ach so, was war er? Okay. Ein Spezialist für Abwasserumverteilung. Guten Tag. Möchtest du eine Gratisprobe? Auf keinen Fall. Wovon? Entzückend. Lass mich raten.
Du bist ein traditioneller... Ich sortiere und entferne von Menschen erzeugte Abwässer. Okay. Ich biete individuell abgestimmte Entwässerung. Das ist auch eine Aufgabe. Meine Schullehrerin meinte, ich würde es im Leben nie zu etwas bringen. Aber sieh nur, ich habe mich von ganz unten nach oben gearbeitet. Ja, und die Leute treten beiseite, wenn du dich näherst. Wahrscheinlich wegen dem Geruch oder was, ne? Wegen dem schönen Parfüm. Was ist das für ein Geruch? Geruch? Er stammt von den Honigtöpfen. Hä? Honigtöpfe? Das riecht nicht wie Honig. Nun, eigentlich handelt es sich um eine Metapher. Ach so, okay. Metapher? Ein anderes Wort, ein feineres Wort. Nun, in diesem Falle geht es dabei um eine taktvolle Beschreibung gewisser unangenehmer Aspekte des Lebens, über die man normalerweise nicht spricht. Wenn ich zum Beispiel sage, Herr, ich biete deinem Sohn eine Lehrstelle im Gewerbe des Honigtopfsammelns, dann bleibst du vielleicht stehen und hörst. Klingt besser, naja. Wenn ich dir hingegen vorschlage, genau so, dass mir dein Sohn beim Sammeln von Scheit... Genau das. Ja, ja, ich verstehe. Du bist also ein Kanalisationsarbeiter, wie? Nun, wir vom Fach ziehen eine andere Berufsbezeichnung vor. Spezialist für Abwasserumverteilung? Interessant. Nun, Scherz beiseite. Was bei Offler hat es mit diesem Ding auf sich? Meinst du das hier? Es ist ein patentierter Kanalisationsreiniger. Verfügt über eine eigene Energieversorgung. Man sieht, eine dreifache Energieversorgung. Und wird von einem Gummiriemen angetrieben. Dieses Ding kündigt ein neues Zeitalter an. Da bin ich baff. Jo, ich auch. Der Apparat reinigt Kanalisation? Du hast es erfasst. Mein Gott. Mit anderen Worten, er nimmt schmutzige Kanalisation und macht daraus... Jo. Weniger schmutzige, genau, Kanalisation, Herr. Er produziert gewissermaßen ihre Essenz. Ich verstehe. Beeindruckend. Also das ist Nun, wirklich... Nun, ich will dich nicht länger stören. Das ist es wirklich. Bin immer hier, wenn du mich brauchst. Das glaube ich. Ich riech dich zuerst. In Ordnung. Ich riech dich dann. Hältst du es für richtig, hier einer solchen Tätigkeit nachzugehen? Ja, was denn sonst? Ha, eine derartige Einstellung habe ich bei jemandem wie dir erwartet. Wart's nur ab, eines Tages vergeht euch das Lachen. Hör mal, ich wollte nicht... Schon gut, offenbar nimmst du Anstoß an meinem Beruf. Ich bin zwar daran gewöhnt, aber es tut trotzdem weh. Oh, es tut mir leid. Ich meine, ich habe mir immer Besuch aus der freundlichen Nachbarschaft erhofft. Nachbarschaft. Spezialist für Abwasserumverteilung, Herr. Spezialist für Abwasserumverteilung. Ich Klingt habe immer auf jeden kleine Fall besonders, Gaben vor die Tür Ausdruck, gestellt. Die ein Glas Milch, ein Teller mit Keksen, was in der Art. Tatsächlich, Herr? Nö. Nein, eigentlich nicht. Dachte ich mir. Aber für einige Sekunden hast du dich gut gefühlt, stimmt's? Ich auch. Ja. Danke. Bitte. Keine Ursache. Oh Mann. Fragezeichen hatte ich schon, oder? Was ist das für ein Geruch? Hab ich schon, okay. Das nun, wenn, wenn, ja, du bist ein Spiel. Nun. Meister für die du mit an. Ich bin. Nun. Was ist das für ein Geruch? Nein, ich schon wieder. Nun, wenn ich. Mann, ja, du bist nun. Spiel. Nun, kann ich hier mit abbrechen? Ich baff. Du mit. Ich verstehe. Kann man das nun, hier mit abbrechen? Verdammte Axt. Ich bin immer hier, wenn du mich brauchst. In Ordnung. Oh, Alter. Lass dich nicht von irgendwelchen Ungeheuern bei lebendigem Leib verbrennen oder so. Das meint er ernst wahrscheinlich. Einige der Fliegen tragen Schale und Helme. Ich habe Fragen. Wie erkennt er das? Oh, die armen Hühner. Die armen. Können die reden? Das funktioniert nicht. Hühnermotor? Wie erkennt er die Fliegen da oben? Naja. Gut, wir gehen mal raus. Wir haben einmal eine Hand. Den kriegen wir wahrscheinlich irgendwann. Das Ding sollten wir uns nicht aus der Nähe ansehen. Okay, später vielleicht, vermute ich mal. Das sind ja keine Zapfen umsonst. Irgendwann müssen wir bestimmt mal dahin. Okay, haben wir hier noch den Eingang. Ach du Scheiße. Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Oh Mann, das ist ja genau... Nun, jenes Wort, das du nicht ausstehen kannst. Sag mir, welche Gefühle es in dir weckt. Jetzt ist Winston genau da. Ja. Ja, ja, ich verstehe. Zweifellos ein Fall von latenter Aggression.
Mit wem redet der? Entspann dich jetzt und sag mir, was du empfindest, wenn du das fragliche Wort hörst. Achtung, es geht los. Tier. Tja, ich schätze, er hat das gleiche Recht, wie alle anderen, sich hier aufzuhalten. Das stimmt wohl. Warum ist sie wie ein Milchmädchen gekleidet? Wahrscheinlich ist es eins. Das ist die grässlichste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja. Man fragt sich, wo sie diese Leute auftreiben. Das stimmt, fürs Spiel vor allem, ne? Vor allem so schön pixelig. Dort oben befindet sich vermutlich die Praxis. Ja, schön, schön weit oben. Diplom mit Auszeichnung bestanden. TMSIDR, Schnappers Fernlehrinstitut. Psychiatrikerei, sehr gut. Nun, wenigstens ist hier die geistige Gesundheit in besten Händen. Wer wohl da der Chef ist? Waage, Trollrundschau, Schönerhausen, was man zur Belagerung braucht. Ich verabscheue die Zeitschriften in Wartezimmern. Okay. Was ist das? Handwerkszeug nehme ich an. Kann ich das? Nein. Nein, offenbar bin ich nicht dazu imstande. Okay. Nein. Nein, offenbar bin ich nicht dazu imstande. Okay, reden kann man mit dir nicht. Wie bitte? Die Augen, die schrecklichen wissenden Augen. Was ist geschehen? Es einfach zu viel wurde. Schlagen und nicht schlagen. In meinem Gehirn alles verkleistert. Nehmt sie weg, alle grün sind. Oh, der Arme. Der Arme. Entschuldigung, offenbar bin ich hier im falschen Gespräch. Bibel. Darüber sollten wir besser nicht reden, oder? Ist sehr empfindlich, weißt du. Wie stellst du es an, die Stimmen zu verändern? Sie zu verändern? Mini-Mini-Teglopasin. Du hast es gerade wieder gemacht. Man nennt es Eimern. Hat es was mit Kanalisieren oder Ableiten zu tun? Nein, es ist wie mit dem Ableiten. Allerdings fließt dabei nichts weg. Es schwappt da drin umher und tröpfelt willkürlich fort. Die Winterabende vergehen bestimmt wie im Flug. Wie im Flug, ja, bestimmt. Das ist ja vielleicht ein Typ, meine Güte. Entschuldigung, offenbar bin ich hier im falschen Gespräch. Bibel. Darüber sollten wir besser nicht reden, oder? Ist sehr empfindlich, weißt du. Bibel. Wie stellst du es an, die Stimmen zu verändern? Sie zu verändern? Mini-Mini-Teglopasin. Du hast es gerade wieder gemacht. Man nennt es Eimern. Hat's na, ich hab's ja gerade schon. Mach mal den Witz, ob was eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Der ist ein bisschen, wo der hinhaut. Naja. Du bist nicht zufällig ein Irrer, oder? Oh, bitte dich. Dieser Vorwurf empört mich sehr und er schmerzt in meiner Seele. Was? Ich bin ein Opfer der Umstände, weiter nichts. Und er ist vollkommen ausgerastet. Oh, sieh nur, die Jungen, die Dunklen und die Krabbeligen. Oh nein. Wir sind aufgebrochen, um den Zauberer zu besuchen, den wundervollen Zauberer von Ankh-Morpork. Okay, und was machst du dann hier? Wer, ich? Flecken entfernt beim Desinfizieren. Macht Weißes weißer als Weiß. Ich fürchte, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Jahrtausend Hand und Krevetten. Entschuldige bitte, ich glaube, ich werde woanders gebraucht. Oh, lass mich raten. Du bist ja ein Patient, nicht wahr? Oh nein, ich nur hier, um zu sorgen für richtige Atmosphäre. Hier, tschuck, tschuck, tschuck. Dunkel waren sie und golden ihre Augen. Die Glocken. Ah, prächtig. Nur weiter so. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Töricht.
Nein. Nein, okay, offenbar bin ich wahrscheinlich nicht dazu imstande. Warten, bis er dran ist oder so. Ich kann mit ihr nicht reden. Mit ihr vielleicht? Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Alter, das ist ja vielleicht eine. Jetzt vielleicht? Sei still und setz dich. Okay, ich darf Klappe nicht. Halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Ja, dann geh mal raus. Was ist das denn? Psychiatriker? Psychiatriker. Huch, pardon, was war das denn? Taschendieb. Ah, man kann jetzt... Ah, man hat eine Funktion, wo man jetzt klauen kann. Ach, guck an. Sicher jetzt erst. Oh, huch. Oh. Sei still und setz dich. Ach, wie schön, halten. Der hat den Platz gewechselt. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Schmetterlingsnetz. Wie schön. Wie wunderbar. Direkt einstecken. Direkt einstecken. Der Griff dieses Schmetterlingsnetzes hat ein hohles Ende. Kann ich das vielleicht irgendwo reinstecken? Vielleicht. Kann ich das miteinander verbinden oder so? Warte. Das funktioniert nicht. Okay, das klappt nicht. Okay, alles klar. Huch, Dünger haben wir auch. Neuer, verbesserter Wunderdünger. Lässt alles wachsen. Sofortige Wirkung garantiert. Sofortige Wirkung, okay. Die Musik ist ein Traum. Ich sag nur, die Musik ist einfach nur ein Traum. Bist du er? Was? Was? Wie? Ich bin er, ja. Nein, unmöglich. Er wüsste sicher, wer er ist. Ich schätze, inzwischen sollte ich mit so etwas rechnen. Ja, du bist... Wer bist du? Der mächtige Zauberer Rincewind. Schade. Ich bin sicher, dass er kein Zauberer ist. Wenn ich mich recht entsinne, roch er nach Fisch. Ah. Wen möchtest du treffen? Ihn, meinen Geliebten, den ich vor langer Zeit verlor. Seit meiner Kindheit wird er vermisst. Gebt mir Geduld, ihr Götter. Nun, es ist alles sehr traumatisch. Glaub ich. Man riet mir, ein Trauma zu finden und mich dann an einen Psychiatriker zu wenden. Psychiatriker? Das machen alle. Kann ich mir denken. Bist du wegen eines schlechten Gedächtnisses hier? Eigentlich nur durch Nein. Zufall. Warum fragst du? Du trägst doch eine Narrenkappe, oder? Du siehst wie ein Bleistift aus. Das ist der Hut eines Zauberers. Ein Objekt, das sich durch Würde und Tradition auszeichnet. Oh, bestimmt eignet es sich gut, um Dinge darin zu verstecken. Das könnte sein. Darüber will ich nicht reden. Die Uniform ist unveräußerlich. Gut. Was hat es mit deinem Geliebten auf sich? Vermutlich ist es wahre Liebe, nicht wahr? Zuletzt habe ich meine wahre Liebe in den Spitzhornbergen gesehen. Es war ein Zeichen, weißt du? Ein Zeichen dafür, dass es in meinem Leben ein starkes, alpines Element gibt. Deshalb bin ich Milchmädchen geworden. Tatsächlich? Faszinierend. Ich habe auch das Jodeln gelernt. Oh Gott. Meine Güte. Sie hat das Jodeldiplom. Sie hat was Eigenes. Sie hat es geschafft. Schön. Kann ich vielleicht das jetzt überall anwenden? Nein. Nein, offenbar okay, bin ich nicht dazu klar. imstande. Ja, nur bei bestimmten. Kann ich mit ihm Tja, noch mal reden? Ich schätze, er hat das gleiche Recht wie alle anderen, sich hier aufzuhalten. Ja, wahrscheinlich schon. Was auch immer das ist. Ein Troll, okay. Warte mal, wir packen uns mal wieder weg. Was passiert, wenn ich den Frosch vielleicht... Nein. Okay. Nein, offenbar bin ich nicht dazu vielleicht imstande. Vielleicht hätte es mich einen weiteren Platz nach vorne, der Rang, also des Wartesaals, gebracht. Okay, er sagt nichts Neues. Wie bitte? Er sagt nichts Neues. Okay, alles klar. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Ja, wir gehen mal raus. Ich glaube, wir haben erstmal alles. Was passiert, wenn ich nochmal reingehe? Ist dann wieder die... Okay, es ändert sich erstmal nichts. Sei okay. still und setz dich. Ja, ist ja gut. So eine richtig sympathische Frau. Nächstes Mal bringe ich ein paar Rosen mit. Ich gehe mal so dahin. Wenn du verrückt... Ja, okay, wir dürfen nicht. Alles klar. Gut. Eins würde ich in der Folge noch ganz kurz ausprobieren. Ich würde mal ganz kurz nochmal zur unsichtbaren Universität gehen. Wir haben da jetzt eine Leiter.
Wir haben doch jetzt eine Leiter. Eben mal ganz kurz gucken, ob ich damit recht habe, dass man damit vielleicht... Wir kürzen mal ab. Geh mal den Pfad. Den langweiligen Pfad. Pfadiger Pfad. So, wir haben eine Leiter in der Truhe. Nehmen diese Leiter und stellen sie mal da oben dran. Das geht echt, tatsächlich. Schau mal an. Doch, schau an, das klappt. Ah, jetzt können wir uns den Fangkuchen holen. Schau an. Ah, schau an. Und da hängen Bananen in der Küche. Oh Gott, das ist nur ein... Oh Gott, wie kann ich da jetzt... Achso, das Schmetterlingsnetz brauche ich wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Brauche ich das Schmetterlingsnetz? Okay, warte mal. Wir gehen nochmal kurz raus. Holen wir uns mal ganz kurz mal in das Schmetterlingsnetz aus dem Inventar. Die brauchen wir auch mal ganz kurz. So, dann können wir den... Das trage ich nicht mit mir herum. Achso. Okay, warte. Geht mal schon ein bisschen anders. So. Na komm, es legt das schon rein. Oder geht das nur mit 3? Alter. Das stellt sich aber auch an. Kann ich das nicht da rein? Warte mal. Der Frosch geht in die Truhe. Das geht raus. So. Jetzt geht's. Okay, alles klar. Leiter nochmal. In diesem glitschigen kleinen... Ja, doch. So, nochmal ausprobieren. Ah, so geht's. Ja, so geht's. Oder? Ja, wir haben ihn. Ja, ja, ja. Perfekt. Was? Nee, das ist er denn? Ernsthaft? Die Umkehr der Schwerkraft, das ist der... Ah, deswegen können wir jetzt Bananen nehmen. Der haut einfach ab jetzt, oder? Ich habe die Nase voll und gehe jetzt, um mich... Gut, dann können wir uns ja jetzt bedienen. Magie, Zauberer, Antigravitation. Schon können wir eine weitere Banane. Das ist unnatürlich. Jawohl. Wer zahlt den Preis dafür? Ha? Ich zahle ihn. Die Treppe hoch, um zu klagen, dann wieder nach unten in die Küche. Hoch und runter, hoch und runter, wie ein Kinderspielzeug, das an einer Schnur gehalten wird. Ein Drachen? Ja, genau. Die Treppe rauf und runter, wie ein Drachen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir freie Bahn. Jetzt können wir in die Küche gehen. Und uns ein bisschen an den Bananen zu schaffen machen. So. Die Tür bleibt wahrscheinlich immer noch zu. Das funktioniert. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal ganz kurz rein und machen mal einen Folgebreak. Aber das mache ich noch eben kurz. Lass mich raten. Banane ist wieder so typisch Bibliothekar. Büchereiaffe. Tier. Bücherei, ehemaliger Mensch. Ich möchte nicht irgendwie ein paar drauf bekommen. So, was haben wir hier? Oh, eine Bratpfanne. Ja, wir kriegen eine Bratpfanne. Sehr schön. Dann haben wir da noch Bananen. Eine Banane, okay. Der nimmt nur eine. Warum nur eine nimmt, weiß ich nicht. Davon habe ich bereits ein Exemplar. Achso. Ich will alle mitnehmen, solange der Typ draußen ist. Aber... Und noch irgendwas Nettes hier. Die Musik ist einfach nur... Ganz ehrlich, der Soundtrack ist echt genial. Aha. Gestern gab's also Eiscreme zum Nachtisch, wie? Ja, eventuell. Oder vorgestern. So, eine Banane. Wofür brauchen wir denn noch eine Banane? Das Buch haben wir doch schon. Probieren wir mal kurz was aus.
Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Uk, uk, uk. Ja, ich verstehe. Uk, 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 uk. Das hatten wir schon. Uk, uk, uk. Aha. Uk, uk. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise. Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden. Uk, uk, uk. Aha. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? Stell dir nur, sie haben mir diese Verwirrung. Das hatten wir ja schon mal. Okay. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa... Das hatten wir auch schon, aber wozu haben wir denn jetzt die Bananen gegeben? Das ist ja... Autsch. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Darf ich mir ein Buch ausleihen? Uh. Wie bitte? Verstehe. Zahnpasta, Finger, etwas in der... Zahnarzt? Ja, damit... Warum hast du das... Was passiert? Ja, jetzt... Okay, der sagt nichts Neues. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das scheint mir mal, was eine gute Gelegenheit zu sein, der Banane machen, törichte Gespräch zu beenden. Scheinbar kriegt er sie, nur jetzt noch nicht. Oder wir müssen den mit mehreren Bananen bestechen, damit irgendwas was passiert. Das kann natürlich auch sein. Naja, wir machen mal erstmal einen Folgenbreak und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. So. Wir nehmen uns die Banane in die Hand. Eine weitere Banane. So. Flach. Schwer. Aus Metall. Und mit den üblichen schwer zu entfernenden Flecken ausgestattet. Das gehört dazu. Eine Frucht mit eigener Verpackung. In diesem glitschigen kleinen Kerl steckt erhebliches Potenzial für einen obersten Hirten. Okay. Igitt, ich fürchte, da drin lebt was. Ach, der ist noch drin, der Wurm. Ach, schau mal an. Ich dachte, der ist da rausgesprungen. Wobei, warte mal. Nee, da ist der Wurm. Aber scheinbar ist ja noch ein anderer Wurm drin. Eigentlich ist es eher eine Larve. Ja, das sagtest du schon. Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Entdeckt Drachen aus Sicht... Ja, gut. Okay, Freunde, dann machen wir jetzt mal einen Folgenbreak. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann gucke ich mal nach, wie wir dann Akt 1 weiter vorantreiben. Könnt gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet, mit Lob, Kritik, Anregungen und so weiter und so fort. Gerne mal einen Daumen oben da lassen, wenn es gefallen hat. Würde mich selber Kommentare freuen. Ja, dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Das war eine weitere Folge von Discworld 1. Dem großartigen Retro-Klassiker. Das großartige, wenn nicht sogar eines der besten, neben Day of the Tentacle, eines der besten Point-and-Click-Adventures, finde ich persönlich. Und dieses Spiel muss ich einmal gespielt haben. Und eine komplette Lösung bietet sich bei manchen Kombinationen der Gegenstände schon an, weil da kommt ein normaler Mensch nicht drauf. Gut. Sollen wir nach draußen gehen? Geh du voraus und schließ die Tür hinter dir. Nimm das weg, es kitzelt! Jetzt reicht's, einen Mann in die Rippen zu stechen. Mal sehen, wie du ohne zurechtkommst. Ja, ohne Rippen ist nicht so einfach. Hallo? Na schön, ich geb's zurück, wenn du versprichst, klugen Gebrauch davon zu machen. Okay, er hat noch überlegt. Braves Ding. Versuch bitte niemanden zu fressen, in Ordnung? Ich verspreche euch hoch und heilig, dass ich in der Zeit, wo ich mich mal kurz ausruhe, bis zur nächsten Folge keinen zu fressen. Also, Mart, du bist dann. Ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Discworld 1. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.